Während des Reitunterrichts ist Ria immer wieder überrascht, dass ihr Reitlehrer gezielt auf ihre Fehler des Sitzes eingeht. Wie kann er erkennen, dass sie mal wieder Probleme hat, von denen sie gar nichts bemerkt? Der Reitlehrer kann den Spalt zwischen unserem Gesäß und dem Sattel oberhalb der Sitzfläche beobachten und Rückschlüsse daraus ziehen. Geht der Reiter mit den Bewegungen des Pferdes mit, bleibt er unverändert. Ist der Sitz dagegen fehlerhaft, verändert sich dieser Spalt mehr oder weniger. Wir gehen davon aus, dass unser Pferd sich unter uns weich, schwungvoll und unverspannt mit aufgewölbtem Rücken bewegt, so dass wir ohne Probleme aussitzen können. Dann sollten wir wie ein Rucksack das Pferd nicht stören, damit wir es nicht veranlassen, irgendwo zu blockieren, vor allem nicht seine Rückenmuskulatur zu verspannen. Oft haben wir uns so an die Fehler gewöhnt, dass wir sie nicht mehr spüren. Wir bemerken nicht, ob sich einer der Muskeln anspannt, der nicht angespannt sein darf oder zu viel des Guten macht. Dieses Fühlen können wir nur lernen, wenn wir dazu unsere Muskeln im Oberschenkel und Gesäß spüren können. Dazu schauen wir uns die 4 häufigsten Fehler an, die der Reiter im Oberschenkel- und Beckenbereich machen kann. Am deutlichsten erkennt man das Schieben. Der Spalt oberhalb der Sitzfläche verändert sich sehr deutlich. Man sieht, dass der Reiter das Pferd anschieben möchte. Um die fehlerhafte Arbeit der Bauch- und Rückenmuskulatur zu untersuchen, machen wir eine kleine Übung, wie auch die folgenden Übungen auf eigene Gefahr. Dazu benötigen wir einen stabilen, vierbeinigen Stuhl auf einem nicht rutschenden Boden. Wir setzen uns auf die Kante des Stuhles und kippen ihn so an, dass er auf dem vorderen Beinpaar steht. Wir fangen an, leicht vor und zurück zu wippen. Dazu arbeiten wir im Rhythmus abwechselnd mit der Bauch- und Rückenmuskulatur. Jetzt arbeitet sie aktiv. Beim Reiten soll sie passiv den Oberkörper in seiner Lage stabilisieren. Allerdings kommen auch dann noch die Kippbewegungen des Beckens nach rechts und links dazu. Die lassen wir aber auch weiterhin außer Acht. Nun wieder zum Schieben. Dort arbeitet die Bauch- und Rückenmuskulatur zu viel. Und dieses zu viel ist unangenehm für das Pferd. Es drückt eher den Rücken weg, als dass es zu schwungvolleren Bewegungen veranlasst wird. Nicht so unangenehm für das Pferd ist eine Verspannung der oberen Oberschenkelmuskulatur, die fast immer mit einer Verspanntheit der unteren Bauchmuskulatur einhergeht. Sie kann man zwar auch an den Veränderungen am Spalt erkennen, aber auch ein verlorener Steigbügel ist ein weiteres Indiz für dieses Problem beim Sitzen. Jetzt wippen wir wieder auf dem Stuhl, aber diesmal drücken wir mit den Händen von oben auf die Knie und drücken mit dem Oberschenkel dagegen. Wir spüren, wie sich der obere Oberschenkelmuskel und der untere Bauchmuskel anspannen. Das Wippen fällt uns schwerer. Die Ursache für dieses Verhalten liegt in unserer unbewussten Unsicherheit. Bei Unsicherheit signalisiert unser Unterbewusstsein, dass wir in die embryonale Haltung gehen sollen. Die Knie werden angezogen, die Hände angehoben, der Rücken gekrümmt und der Kopf fällt nach vorne. Mit dem Hochziehen der Knie werden oft zum Festhalten die Knie oder Unterschenkel an den Pferdekörper gepresst. Dieses Anpressen nennt man beim Reiten Klemmen. Das Klemmen kann dem Pferd starke Schmerzen zufügen und ist auf jeden Fall zu vermeiden. Beim falschen Treiben und Anlegen des Beines senkrecht zum Pferdekörper passiert es uns auch, dass wir diese Muskulatur benutzen, und das ist kontraproduktiv. In der folgenden Übung setzen wir uns wieder auf den Stuhl und wippen auf der vorderen Stuhlkante. Diesmal pressen wir die Knie zusammen, indem wir die innere Oberschenkelmuskulatur anspannen. Das Wippen mag uns noch gut gelingen, aber wenn wir im Sattel sitzen, geben wir den großflächigen Kontakt mit dem Sattel auf und fallen deshalb aus Unsicherheit leicht nach vorne. Beim Wippen auf dem Stuhl behindert dieses nach vorne fallen allerdings die Arbeit des Bauchmuskels und verhindert das unverspannte Mitgehen in der Bewegung. Der Spalt vergrößert sich und die Veränderungen erkennt der Betrachter nur bei genauem Hinsehen. Ein verminderter Kontakt zum Sattel kann aber auch durch das Anspannen der Gesäßmuskulatur hervorgerufen werden.
Das kann mit der Verspannung der hinteren Oberschenkelmuskulatur und den Muskeln im unteren Rücken einhergehen. Dabei ist bei diesem Fehler eher die Neigung zu erkennen, sich nach hinten zu lehnen. Wenn wir uns auf die Sitzfläche des Stuhles setzen und die Pobacken zusammenkneifen, bemerken wir, dass wir den Kontakt zum Sitz vermindern. Beim Wippen mit dem Stuhl stellen wir wieder fest, dass auch hier das Wippen nicht mehr so weich gelingt. Schaut man sich den Spalt zwischen Gesäß und dem Sattel dabei an, ist er etwas deutlicher ausgeprägt und beginnt etwas tiefer. Er unterliegt aber nicht diesen Schwankungen, wenn die innere Oberschenkelmuskulatur locker ist. Nun achtet Ria beim Reiten darauf, dass sie ein guter Rucksack ihres Pferdes ist. Ihre Bein- und Gesäßmuskulatur schmiegt sich locker am Sattel an. Dabei kontrolliert sie sich regelmäßig, ob sie nicht unbewusst Muskeln anspannt oder sie zu viel macht, als ihren Oberkörper zu stabilisieren. Nur zum gezielten Treiben setzt sie diesen einen kleinen Muskel im Oberschenkel ein. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.